Herzlich willkommen beim kleinen Interview. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe eben schon kurz angedeutet, ich habe hier unten eine Liste an Fragen. Und da stehen vor allem, also ganz oben stehen zwei Termine. Zum einen der 17.11., weil da kommt ja dein Album auf den Markt. Richtig. Humble Street heißt das. Und Ja. dann auch noch deine Single, Bathroom Sink. Die steht ja auch, also die ist ja auch jetzt quasi bereit dazu, in die Welt getragen zu werden, sagen wir es mal so. Wo fangen wir denn am besten? Fangen wir mal an, wie geht's dir denn? Ich meine, es ist ja viel Neues und viel Spannendes gerade in deinem Leben los. Ja, total. Mir geht's, also außer dass ich Corona habe gerade, mir geht's relativ gut. Ich bin sehr gespannt auf das Veröffentlichung und es ist immer so ein interessantes Gefühl, wenn man ein Album rausbringt, weil es eine Mischung aus Aufregung, aber auch ein bisschen Trauer, also nicht Trauer, aber Traurigkeit vielleicht, dass es vorbei ist. Und diese ja, Mischung aus Emotionen entsteht zu einer ja, sehr unklares Ungeduld und Unruhe. Aber es ist ja gleichzeitig schön und auch ja, reflektiv vielleicht. Wie lange hast du an dem Album gearbeitet jetzt insgesamt? Weißt du das grob? Also manchmal kann man es ja nicht Ja. so genau sagen, ne, weil es so nach und nach, aber wie ungefähr? Ja, also von Anfang des Schreibens 2 Jahre. Ich habe genau vor 2 Jahren angefangen, diese Songs zu schreiben. Und ja, die Produktion hat fast ein Jahr gedauert. Ja, also ein langer Prozess auf jeden Fall. Okay. Und gibt es irgendwie, wo man sagen kann, darum geht das Album? Also weißt du, ich meine, gibt es irgendwie so ein Überthema oder so einen roten Faden? Oder wie würdest du das Album beschreiben? Ja, also für meinen Album Humboldt Street, ich habe mich auf diesen Titel entschieden, weil ich habe, seitdem ich in Bremen wohne, habe ich immer auf Humboldtstraße gewohnt. Das ist eine sehr lange, große Fahrradstraße in Bremen. Ja. Und ich habe in 3 verschiedene Wohnungen hier gewohnt, nur aus Zufall. Und ich bin in die letzten 3 Jahre einfach viel, habe einfach viel mich selbst, kann man das sagen, geforscht oder Erforscht, recherchiert. ja. Genau, und es ist alles in der Humboldtstraße entstanden, diese Selbstentdeckungen und das Gefühl von Heimat aufbauen in sich selbst. Und die Metapher für diese große Straße war einfach schön als eine Zuhause-Verbindung, wenn eigentlich die Zuhause mich ist. Also Ja. das ist halt das Thema, würde ich sagen. Zu Hause in sich selbst finden. Das ist jetzt total witzig. Also, das heißt, du bist dreimal umgezogen und dreimal wirklich in derselben Straße geblieben. Ich meine, das muss man ja auch erstmal Ja. schaffen. Ja, genau. Ich meine, es ist eine sehr große Straße, aber es gibt auch Ja. schon andere Straßen in Bremen, wo man hingehen kann. Yes. Okay. Und Ja. ich meine, so ganz, das Album kommt ja jetzt nicht auf den Markt und man wüsste noch gar nichts davon. Also du hast ja, glaube ich, drei Lieder quasi schon ausgekoppelt, ne? Und das Bathroom Sink ist ja jetzt das dritte gewesen. Worum geht's da in dem Song? Weil ich habe ganz ehrlich, ich fand das total witzig. Ich habe bei Bathroom Sink, ich habe letztens wieder Es geguckt von Stephen King und ich dachte an diesen Abfluss, weißt du, wo dieser Luftballon Oh rauskommt. ja. Und da, aber es ist ja auch wirklich so ein bisschen düster, also düster nicht, aber es ist schon ein nachdenkliches Thema, ne, was du da behandelst. Ja, auf jeden Fall. Ja, Bathroom Sink ist schon ein sehr intimes Lied für mich. Es ist wahrscheinlich das traurigste Lied, was ich geschrieben habe an diesem Album. Ich schreibe generell ganz viele traurige Songs, aber Bathroom Sink ist ein bisschen ernster, wo ich wirklich meinen schlechtesten Tag hatte und ja, hatte das Gefühl, ich war sehr also gefangen in einem Gefühl, in einem Ort und ich konnte nicht raus und diese Frustration und ja, Zweifel habe ich versucht in diesem Lied zusammenzufassen. Auch in der Produktion ist ganz viel Klaustrophobie-Elemente da reingebaut und ja.
Es ist auch ein bisschen gruselig geworden am Ende, aber es passte zu der Halloween-Zeit. Ja, das stimmt, genau. Aber wenn ich mich jetzt so mit dir unterhalte, du wirkst ja jetzt nicht wirklich wie ein trauriger Mensch, ne? Aber wie du es schon sagst, deine Songs sind ja wirklich teilweise so, jetzt nicht, dass man sagt, oh mein Gott, alles ist schlecht, aber es ist schon, ne, es ist nicht alles happy und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Warum magst, also du magst ja offensichtlich solche Themen zu besingen, warum? Ja, also ich wurde mir letztens gesagt, dass ich ein glücklicher Mensch bin, der tut, als ob sie traurig ist von jemandem. Okay. Und eigentlich, ich bin einfach in eine andere Phase gewandert, seitdem ich das Album geschrieben habe. Ich war damals viel trauriger als jetzt. Und ich finde, in solche Zeiten, ich finde das total inspirierend, eine sehr gute Quelle, wovon man einen Song schreiben kann, wenn man richtig tief irgendeine Emotion fühlt, sei das Trauer oder glücklich sein oder wie auch immer. Und in meinem Fall war das, ich hatte eine sehr schwierige Phase und das war das beste Weg durchzukommen und diese Gefühle zu verarbeiten, war einfach Song zu schreiben darüber. Okay. Und das heißt, Ja. das Album ist jetzt quasi wie so eine Art eher Tagebuch, kann man ja dann schon fast sagen, ne? Also wenn dann so Erinnerungen drin sind, die man vielleicht jetzt noch nachvollziehen kann, aber nicht mehr so fühlt, dann ist das ja so ein bisschen so ein Erinnerungsalbum, ne? Schon, ja. Ja. Ja, ich glaube tatsächlich in meinem, also mein eigenes, nee, wie sagt man das, aktuelles Tagebuch, Ja. kann ich sogar die genaue Seite finden, woher diese Inspiration kommt, also an dem Krass, Tag, okay. weil ich immer ständig geschrieben habe und ich finde das auch ein totaler wichtiger Prozess beim Songschreiben, ist einfach, ja, in ein Tagebuch zu schreiben und dann gucken, was ist gerade so der Thema in Ja, sich? Ja. okay. Ja, was ich bei dir auch spannend finde, ich habe mich auch so ein bisschen mit deiner Biografie auseinandergesetzt und ich finde das total spannend. Du kommst ja eigentlich aus den USA, ne? Aus Virginia und dann bist du ja, wie du schon gesagt hast, nach Bremen gezogen. Und da dachte ich mir so, warum? Also normalerweise denkt man ja so, wenn ich Künstler bin und wenn ich mich entfalten möchte, dann gehe ich in die USA und dann versuche ich es da. Du bist nach Ja. Bremen gekommen. Wieso? Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin nicht hierher gekommen, um Star zu werden, auf gar keinen Fall. Ich Okay. bin erstmal wollte ich Deutsch lernen. Das war mein Hauptgrund, warum ich überhaupt auf Deutschland fokussiert habe. Ich wollte unbedingt eine zweite Sprache lernen und Ja. fand die deutsche Sprache einfach mega cool und Echt? spannend. Okay. Ja. Ja, ich weiß nicht warum. Aber ja, und dann bin ich erstmal nach Hamburg gezogen für 6 Monate. Und dann danach habe ich ein Stipendium bekommen, um Englisch zu unterrichten. Und dafür würde ich in Bremen ja, geschickt. Und ja, ich bin einfach geblieben seit 2019 in Bremen. Und dann, Okay. ja, also am Anfang war ich Lehrerin und habe als Englischlehrerin gearbeitet und auch Musiklehrerin. Und dann fing das langsam an mit dem Songschreiben und also das war eher nachher entstanden, das Okay, Songschreiben. das ist ja spannend. Ja. Wenn du jetzt, also du schreibst ja auch deine Songs selber, höre ich jetzt raus. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, ne, dass das alles so Themen sind, die von dir kommen und die dich was angehen quasi. Wie soll man das sagen? Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Wenn du einen Song schreibst und wenn man so viel von sich selber auch schreibt in dem Moment, hat man da auch so ein bisschen Angst davor, den rauszubringen? Weil ein Stück weit zeigt man sich ja dann auch, ne? Also es ist ja nicht so, dass du über irgendwas singst, was andere Leute was angeht, sondern es betrifft ja jetzt auch wirklich dich. Ist das irgendwie komisch oder macht man sich da Gedanken, so was denken die jetzt, wenn die wissen, was ich fühle, so nach dem Motto? Ja, schon. Ich meine, vor allem wenn es Songs gibt, die um eine bestimmte Person geht, der vielleicht weiß, dass es über den ist, ist es schon ein bisschen aufregend. Und aber gleichzeitig, ich finde, meine Texte sind nicht so tief ehrlich, dass es verletzend sein kann für andere Leute. Und ich finde, dass verstärkt die Verbindung zu mich selbst und auch zu anderen, wenn ich sowas mitteile. Vor allem auf der Bühne. Ich finde es super geil, einfach live so tief und kann man das sagen, raw, also Ja. ungefiltert zu sein auf der Bühne. Das feiere ich. Das gibt mir was.
Und Okay. ich finde, je ehrlicher, desto besser, sogar wenn man Song schreibt. Weil man Ja. will auch sich selbst in dem Lied finden und dazu dann eine Verbindung ziehen kann. Okay. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen auf der Bühne. Ich höre da so raus, also du hast da auf jeden Fall Spaß dran, live aufzutreten. Wie sieht es denn so in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten aus? Hast du da irgendwelche Termine schon, wo du, ich meine, wie gesagt, das Album kommt ja jetzt am 17.11., dann wäre ja eigentlich schön, wenn man dazu so das auch alles live präsentieren könnte, ne? Ja, genau. Also mein nächster Termin ist mein Album-Release-Konzert. Das findet am 17.11. statt in Bremen in der Zollkantine um 20 Uhr. Und dann als nächstes, ich spiele ein paar Gigs im Dezember. Ich spiele ein kleines Festival in der Neustadt hier, das heißt Lichter der Neustadt, so ein kleines Weihnachtsmarkt. Dann habe ich noch, oh, hallo. Stimmt. Dann habe ich noch, ich spiele Support für eine andere Band hier in Bremen von Grambusch. Sie treten im Tower auf am 29.11., nee, 12. Und ja, also bis Dezember bin ich schon voll mit Termine und ab Januar, also mal sehen, wie es aussieht. Sehr cool. Also wird es auf keinen Fall langweilig. Das ist doch schon mal beruhigend. Auf gar keinen Fall. Hast du denn, wenn ich jetzt jemand noch nie gehört hat, hast du denn irgendwie Vorbilder oder dass du sagst, ich höre mich, ich gehe so in die Richtung oder das ist mein Genre oder bist du so jemand, der sich da eigentlich überhaupt nicht wirklich festlegen möchte? Ja, ich würde schon sagen, ich habe eine Tendenz Richtung Sad Girl Lieder, so nennt man das. Also man könnte, also meine große Inspiration ist Künstlerin wie Phoebe Bridgers und auch Sarah Bareilles damals war eine große Inspiration für mich. Ich mag auch voll gerne Bon Iver und diese elektronische Elemente, was er reinbringt, finde ich auch total inspirierend für meine eigene Musik. Ja. Ja, also Richtung Indie, traurige Vibes, würde ich Das sagen, war ist so total meine Richtung. witzig, traurige Vibes und du grinst so. Das ist irgendwie so, aber ich finde das cool, so diesen I know. Gegensatz. Das finde ich total Passt spannend einfach nicht. irgendwie. Nee, es Ja, ist aber. halt irgendwie so, weil ich habe mir jetzt auch dein Album anhören dürfen und ich finde halt wirklich so, klar, man hört so dieses Traurige raus, ne? Und aber trotzdem ist es nie so, ich setze mich in die Ecke und heule, weil die ganze Welt ist schlecht. Weißt du, wie ich meine? Das ist trotzdem noch irgendwie, ja, ermutigend und das finde ich eigentlich schön. Also von daher, ja. Ja, cool, ja. Jetzt wäre meine letzte Frage eigentlich gewesen, was du für 2024 planst. Jetzt habe ich ja schon zumindest auch für dieses Jahr gehört, dass du Termine hast, relativ, also nicht wenig. Für 2024 gibt es da schon irgendwas oder sagst du, ich setze mich jetzt schon ans nächste Album? Wie geht es denn bei dir weiter? Ja, also gerade ist es eine sehr große Fragezeichen eigentlich. Ich habe schon Bock, so weiter Gigs zu spielen und vielleicht für Festivals zu bewerben und so. Aber es ist jetzt die Phase, wo ich eine total leere Blatt Papier habe sozusagen und kann dann anfangen, wieder Songs zu schreiben und herauszufinden, was inspiriert mich gerade und ja, wovon kann ich dann die nächste Projekt ziehen. Und Ja. das ist, ja, das ist der nächste Schritt, einfach zu gucken, was kommt als nächstes, was inspiriert mich jetzt und ja, was mache ich damit? Sehr cool. Ja, und Ja. gesund werden, ne? Ich drücke dir die Daumen. Ich meine, du hast ja noch ein paar Und Tage bis zum 17. Also von daher gehe ich ja. mal davon aus, aber trotzdem. Also dann, Ja. wie gesagt, gute Besserung. Toi, toi, toi für dein Album. Toi, 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 dass die Danke. Lieder auch alle weiter gut ankommen. Bathroom Sync verlinken wir auch hier unten an. Und ja, genau, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann. Würde mich sehr freuen. Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Cornelia, Danke dir. für das Interview.